Viele Köche verderben den Brei. Das muss nicht immer so sein. Ganz im Gegenteil. Am 3. November hat sich alles, was in der Schweizer Gastroszene und Zulieferindustrie Rang und Namen hat, zu einem ungezwungenen Tête-à-Tête getroffen. In der Messe Zürich zu der ersten Swiss Gastro Award Night. Also der Grundgedanke ist, der Branche Plattform zu geben, dem gegenteiligen Image, wo die Branche hat, unfreundlich, teuer Hygiene, zu widerlegen und zu sagen, es gibt Betriebe in der Schweiz, die sehr innovativ sind, die sehr freundlich sind und diesen eigentlich auch eine Plattform zu geben, eine Kommunikationsplattform, um sie zu zeigen und nicht nur die Betriebe, die man kennt, die sicher auch gut sind und ihren Status verdienen, wie eine Switchy oder wie den Kaufleuten. Es gibt aber auch in anderen Segmenten Betriebe, die machen das hervorragend, ihrer Zielgruppe, und da wollen wir eigentlich eine Plattform geben. Nicht weniger als 500 Gäste haben sich diese Preisverleihung nicht entgehen lassen. Charmant durch den Abend geführt hat der Medienprofi und Gastro-Kenner Kurt Eschbacher. Im Rahmen von Best of Swiss Gastro sind 57 Betriebe in 8 angebotsspezifischen Kategorien nominiert worden. Da kommen die glücklichen Sieger im Schnelldurchlauf. And the winner is. In der Kategorie Klassik, kalten Restaurants und Bars in Zürich. Family, Gastroland Titlis in Engelberg. Newcomer, Restaurant Milsons in Bern. In der Kategorie System Concept gewinnt das Restaurant Manora in Haag. In der Kategorie Café, Sutter Rail City in Basel. Pizzeria heisst der glückliche Sieger in der Kategorie Takeaway. Und Carlton Restaurant und Bars zum Zweiten ist der Sieger in der Kategorie Trend Location. Schweizweit über 135 Betriebe haben die Chance wahrgenommen und seit der Ausschreibung Ende März ihr Gastro-Konzept eingereicht. Eine Fachjury, alles namhafte Vertreter aus der Branche, hat nach einheitlichen Kriterien bewertet. Gerade zwei von der begehrten Pokale mit Heigner hat das Trendlokal Carlton, Restaurant und Bars in Zürich. Auszeichnet in den Kategorien Trend Location und Classic. Wir haben zuerst die Unterlagen überkommen, sind nicht sicher gewesen, was jetzt das ist. Wir haben sie mal auf die Seite gelegt und so. Wir sind dann eigentlich von einem Lieferanten für uns angesprochen worden. Er hat gesagt, hey, machen doch mit, das ist eine gute Sache. Und dann haben wir es nochmal angeschaut und gesagt, ja, doch, das müssen wir mitmachen. Und auf das haben wir dann unser Konzept geschrieben. Es ist sicher auch ein Marketinggedanke dahinter. Weil alles, was ausgestrahlt wird, was publiziert wird, ist immer gut fürs Geschäft. Das definitive Schlusswort bei der Nominierung haben aber die Gäste von den einzelnen Betrieben gehabt, die ihre persönliche Stimme abgegeben haben. Über 40'000 Stimmen sind auf diese Art und Weise bei den 57 nominierten Betrieben eingegangen. Mit Abstand am meisten hat der hergeholt, Gewinner in der Kategorie Takeaway. Ich denke, dass ich authentisch in allen Elementen, die mein Betrieb ausmachen. Also sei es im Essbereich, im Spezialitäten, die ich anbiete, sei es in der Atmosphäre, sei es in dem Umgang mit dem Kunden, Kundin. Ja, sei es auch in meinem Bezug zu meiner sozusagen Stadt, wo ich drinnen bin, wo ich drinnen lebe, das ist Solothurn. Das ist für mich sehr wichtig. Quasi als Höhepunkt vom Abend und damit Sieger über alle Kategorien ist von den anwesenden Damen und Herren aus dem nominierten Betrieb der persönliche Favorit erkoren worden. Der verdiente Sieg geht an die Belegschaft von Tuk Tuk, ein Betrieb, der in 3 Kategorien nominiert war. Nämlich in Takeaway, Newcomer und System Concept. Also für uns ist es natürlich ein Marketinginstrument, an dem Award teilzunehmen, weil man die Möglichkeit hat, Kunden auch anders anzusprechen, plus die Chance, so einen Award dann schlussendlich auch zu gewinnen, der wiederum Publicity bringt. Und das wiederum tut sich dann auch in der Nachfrage von unserem Produkt wieder spiegeln. Ein Anlass wie Best of Swiss Gastro steht und fällt mit starken Sponsoren und Partnern. Wichtige Partner, die diese Idee vom ersten Swiss Gastro Award auf der ganzen Linie unterstützt haben, sind Heineken Bier Switzerland und Tigeho, die Schweizer Fachmesse für Hospitality. Also ich finde es
fantastisch aus Geburt, wie das heute so oben abgelaufen ist. Und ich bin überzeugt, dass es ein sehr guter Start für eine Zukunft, für den Best of Swiss Gastro. Also ich glaube an diese Sache und wir werden das in Zukunft noch stärker unterstützen. Ja, Herr Eschbacher, welchen Wert messen Sie persönlich am Swiss Gastro Award bei? Also ich glaube, mit heute Abend ist er wertvoll geworden, weil es ist so eine Animation für alle, die da sind, doch nächstes Mal mitzumachen, weil wir jetzt für, vielleicht hätten wir jetzt auch noch gewinnen können. Und wenn etwas neu kommt in der Schweiz, lernen zuerst mal alle zurück und wollen schauen, wie sich das entwickelt. Und ich glaube, heute Abend hat man gemerkt, da steckt etwas dahinter, das Potenzial zum Kommunizieren, das Potenzial auch mit seinen Kunden eine Plattform auf die Beine zu stellen, die einzigartig ist. Und ich glaube sehr, dass wenn der Preis der IGEO verleiht wird, dass es sehr viel mehr Leute animiert, mit dabei zu sein. Sie haben die 8 Nominierten kurz kennengelernt. Was kann man vielleicht zusammenfassend sagen? Ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, dass das alles Leute sind, die Gastronomie nicht einfach als Freizeitbeschäftigung anschauen und nicht als etwas, das automatisch geht, sondern es sind alles Menschen, die mit Ideen hinter ihren Konzept stehen, die selber auch probieren, ihrem Betrieb ein Gesicht zu geben. Und ich finde gerade, jetzt der Sieger vom Gebiet von dem Takeaway ist der beste Beweis, dass man mit viel Charme, mit Charisma, mit Ideen, aber nachher auch mit dem Durchsetzungswillen auf diesem Gebiet erfolgreich sein und das auch, wenn man sagt, diese Branche hat Schwierigkeiten. Aber es braucht Leute dahinter, die mutig sind und hauptsächlich die mit Liebe und Seele dahinterstehen und für die dienen, nicht ein Fremdwort ist.